Start der Tour am Schwalenberger Markt durch Schwalenberg und dann zurück nach Schien. Da geht es gleich hoch zur Burg. Ja, der Nachtwächter. So, und hier der Gänsebrunnen, 2001 durch Spenden von Schwalenberger Bürgern errichtet. Wunderbar. So, hier ist nochmal ein sehr schöner Blick. Der schönen Schwalenbergerin, jawohl. Hier kommen die schönen Frauen weg, damit ihr es wisst. Links ist dann gleich die Touristeninfo. Und dann gleich das Schmuckstück der Ortschaft. Lohnt sich schon mal ein genauerer Blick. Zur Kirche fahre ich jetzt nicht rein. Und rechts soll es lang gehen, okay. So, geradeaus kommt man dann zum Stadtwasser, auch nach Schieder, aber ich will erst noch zur Burg. Hier ist nochmal ein schönes Gebäude. Schwalenberger Malkasten. So, jetzt fahre ich hier nochmal raus. Könnte man weiterfahren zum Stadtwasser oder man kann auch hier die Treppen hoch. Hier hoch, links geht es dann zur Treppe hoch. Kommt man auch zur Burg. Okay. Ich fahre den auf die ganz normale Straße hoch. Obwohl, Treppenhof wäre auch interessant. Ja, mache ich mal. Es ging doch irgendwo da hinten anders hoch. Genau. Da täusche ich mich da. Genau, hier ging's hier hoch, nee.
Vielleicht war es auch hinten weiter. Nee, die kommen noch. Ja, hier ging es hoch. Hier geht es zum Stadtwasser nach links, Burgweg. Ui, auch waren wir mir zu gefährlich. Steil und glatt. Und hier rechts geht's den Berg hoch. Keine Chance. Ich muss zu Fuß gehen. Ist einfach zu nass hier. Nächster Versuch. Jo. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Mann. So muss es auf. Bin ich doch ganz schön ins Schwitzen gekommen. Ja, die schöne Eiche, die hier mal stand, ist weg. Aus Versehen gefällt. Schon ein marderischer Blick und ein super Baum hier. Wahnsinn. Drauf klettern würde ich nicht. Er sieht teilweise morsch aus. Es geht weiter zur Burg. Burg Schwanberg. Das ist ja ein Wanderweg. Also der ist auch sehr schwierig hier mit dem Rad hochzukommen. Normalerweise kommt man von da links die Straße. Ist natürlich viel einfacher, aber nicht so schön. Man kann hier auch mit dem Auto gut anreisen und hat eine fantastische Sicht. Hier rechts geht es auch noch mal einen Weg lang, der führt unten um die Burg herum. Auch noch mal mit Aussichtspunkten und Bänken. Ja, mal sehen, ob das Café und Restaurant und Hotel, was hier alles mal war, mittlerweile wieder in Betrieb gegangen ist. Ist das alt oder aktuell? Gute Frage. Samstag 12 Uhr müssten wir jetzt offen haben. Oh ja. Oh ja. Offen. Tatsächlich geöffnet oder geschlossene Gesellschaft. Schlechter Stadtrecht. Gut. Weiter geht es nach Schieder.
Ja. Der Weg geht jetzt am Stadtwasser her, entlang von Schwalenberg nach Schieda, durch den Schwalenberger Wald. Hier ist das Stadtwasser auch schön eingefasst. So, hier ist das sogenannte Wasserkreuz. Da sieht man auch auf der Karte die ehemalige Malereiche, wo wir oben waren. Da geht es jetzt links weiter zur Magdalenenquelle. Es ist schon sehr urig hier mit dem Stadtwasser. Hier links ist das Forsthaus vom Jäger. Jetzt scharf rechts, danach links abbiegen. Scharf rechts, jawohl. Ja, der Löschteich von Schwalenberg, also der ehemalige Löschteich, ist auch ein bisschen weit weg, hier so mitten im Wald. Hier geht es jetzt weiter nach Schieda, links also zur Magdalenenquelle fahre ich jetzt nicht, das ist mir heute zu weit, etwas falsche Richtung. Jetzt ist gleich Mittag und schon 12:30 Uhr, ich habe Hunger. Jetzt bin ich oben auf dem Berg, Schwalenberger Wald. Und links geht's nach Schieda. Und es regnet. Kleiner Abstecher zur Rasthütte. Hier standen wunderbare Eulen. Geschnitzte links und rechts, die haben sie geklaut. Ja, so ist das, wenn man was Schönes in den Wald stellt. Ne? Das ist eben unsere heutige Gesellschaft. Da rechts sieht man noch die Befestigung an der Bank. Hier ist eine Feuerstelle drin, darf man aber nur nutzen bei vorheriger Anmeldung. Ja. Das hat wohl auch schon einer illegal hier reingepackt, denke ich. Ohne Anmeldung. So ist das eben. Ja, hier wollte ich runter. Schild ist weg, wird vielleicht renoviert. Einmal in die Runde schauen, dann geht's weiter. Wir kommen jetzt hier zum Seerosenteich. Der ist neu angelegt worden. Ist auch eine Löschwasserstelle. Ja, ist wunderschön hier. Fahrt einmal drumherum.
Und weiter geht's Richtung Schieder. So, Schieder ruft. Jetzt hatte ich gerade so schön Speed drauf. Ach, schade. So, links ist schon Schieder. Ganz schön rutschig hier. Ach, nee, mal Straße heute. Zur Feier des Samstages. So, der Weg hier ist gesperrt in Komoot. Warum? Weiß ich nicht. So, jetzt fahre ich gleich noch einmal beim Schloss vorbei, Schloss Schieder und Schlosspark. Dann bin ich auch schon zu Hause. So, Schlosspark Schieder. Und das Teestübchen hier links, wo jetzt der Förderverein vom Schlosspark drin ist. Und die Sonne scheint einmal kurz, damit wir uns das hier schön anschauen können. So, links die Arkaden. Und Schloss Schieder. Im Moment kein Restaurationsbetrieb, leider. Ah, vielleicht kommt das. Hoffentlich kommt das nochmal wieder. Ja, da geht's. Gesundheitszentrum in Schieder, kann man schwimmen, Sport machen, Massagen bekommen, warme Packungen. Sehr zu empfehlen. Gute Leute. Ja, und ich sage ciao. Bis zur nächsten Tour.